Tauchen, schaue ich mir jetzt an. Ich muss ein bisschen unter Meereswasserbiologie jetzt gucken, damit ich runterkomme. So, ich brauche Licht, Freunde, ich brauche Licht. Denn heute, es ist soweit, es ist der Tag der Tage gekommen. Vor wenigen Monaten habe ich mich mit Robert das Wir gucken jetzt Haie tauchen. Erste Mal im Stream quasi kennengelernt und dann ging es um das Thema Haie tauchen. Jetzt sitze ich hier im Neo auf dem Boot mit Robert und wir fahren zu den Haien. Einfach mal machen. Und heute entscheidet sich, ob aus Fritz Meinecke Fritz Heinecke wird. Oh nein! So. Leben oder Tod? Wir fahren jetzt erstmal raus. Es gibt nachher noch ein Sicherheitsbriefing. Wir sehen uns, Freunde. Kann im Prinzip nichts schief gehen. Super, let's go mit dem Video. Du siehst ja, der ist völlig entspannt. Na ja, gut, der ist ein bisschen größer als 2,40 Meter. Wir haben eine Boje hier am Boot festgemacht, hier über dieses Seil. Und da hängt ein Köderkorb unten dran. Und ganz wichtig ist, dass wir die Haie nicht füttern. Das heißt, dass die Haie nicht Boot, Taucher und Köder verbinden. Da muss man nur aufpassen, wenn man so ein kleines Stückchen irgendwo abfällt aus dem Köderkorb, dass das nicht hier hinten irgendwo mit reingeht ins Tauchgerät und dass der Hai dann hier die ganze Zeit rumschnüffelt und versucht, das rauszukriegen. Ja. So. Ja. Ja. Ein bisschen aufpassen einfach. Ja. Beschreib mal dein Gefühl. Du siehst jetzt zum ersten Mal einen Hai. Ja. Ja, klar. Ja, ich hätte keine Ahnung. Hä, wo gibt's denn Haie in Europa? Ist doch gar nicht, oder? It's the first time you ever see a shark. Yeah. Really? Yeah. Awesome fish. And then such a beauty. Nee, also ohne Scheiß, von jetzt ein wunderschönes Tier, geil. Stell dir so, kann man Bodensee gut beobachten. Ich würde auch mal die GoPro Elbe in so einem langen Selfie-Stab reinstecken. Da rein wird, da ich Bock, ja. Ja. Wird cool. Wird schön. Offenes Blau, unter uns ein paar tausend Meter. Über uns die Sonne. Um uns rum ein bisschen Fischblut. Ich sag mal so, wir würden die Haie ohne das Anlocken nicht sehen. Das würde einfach nicht stattfinden. Weil Haie leben in der Hochseewüste. Da kannst du irgendwo hinfahren und da sind. In der Hochseewüste? Haie leben in der Wüste? Was rede ich? Eben. Das ist bei diesen Hochseehaien nicht so. Sondern die musst du wirklich anlocken. Und in Dresden im Jahr sterben hier 3 Leute durch Haie in der Elbe. In Dresden? Dresden ist nicht die Elbe, oder? Robert möchte mit euch sprechen, während er pinkelt. Ja, also ich pinkel gerade ins Wasser und viele Leute fragen mich natürlich, ob das Haie anlockt, wenn man ins Wasser pinkelt. Und ich kann euch sagen, habe ich schon so oft gemacht, das interessiert die überhaupt nicht. Ganz viele Leute haben auch die Frage, naja, kann ich mit Haien tauchen während meiner Regel? Also überhaupt kein Problem. Kann ich jetzt nicht sagen, habe ich auch schon gemacht, aber Menschenblut lockt Haie nicht an. Auch wenn ihr ins Wasser pinkelt, das Krass. Lockt die nicht an. Krass. Wenn ich ins Wasser scheiße, kommt dann Hai und frisst meine Kacke. Wärt ihr ein Fisch, sieht die Sache anders aus. Was die wenigsten ja wissen, ich bin ja halb Mensch, halb Fisch. Kleines Shark Briefing vorher muss sein. Das Allerwichtigste, und das ist wirklich Regel Nummer 1, ist, wenn wir ins Wasser gehen, muss von Wasserkontakt bis das Wasser wieder verlassen, 100%ige Aufmerksamkeit auf den Haien sein. Da darf nicht mehr rumgefummelt werden, wo ist meine Ausrüstung, wie ist mein Tauchcomputer eingestellt, wo ist meine GoPro, oh, ich habe hier noch mal was. Weil jede Sekunde, die du mit etwas anderem verbringst, irgendwo, ist der Blick nicht bei den Haien. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein Hai haben, sondern sind jetzt schon 5 da. Das heißt, immer die Awareness haben auf den Haien, zu 100%. Wenn Marty oder ich entscheiden, auftauchen, heißt das auftauchen. Und wichtig dabei ist, dann kommt man eigentlich in die gefährlichste Situation bei diesem ganzen Haitauch insgesamt. Nämlich, wenn man an der Oberfläche ist und zum Beispiel das Gerät ablegt oder die Flossen auszieht und eben den Kopf über Wasser hat und hochguckt und nicht mehr die Awareness auf seinen Beinen hat. Das heißt, seid euch einfach bewusst, wenn ihr an die Oberfläche geht, sucht euch vielleicht einen Moment, wo am Boot nicht vielleicht 10 Haie an der Oberfläche rumdüdeln. Hä, ich finde es cool, dass er diesen Real Talk jetzt macht, aber wann bin ich der Gefahr ausgesetzt, wenn ich von, also dass Haie mich beißen? Eigentlich ja gar nicht, oder? Wenn ich in Dresden halt an der Elbe bin vielleicht. Sondern jetzt ist gerade ruhig, jetzt kann ich hoch, die Leiter ist im Wasser und dann heißt es wirklich möglichst schnell sein. Ich bin an der Oberfläche, habe meinen Kopf im Wasser und ziehe die Flossen unter Wasser aus und gucke auch. Ah, ja, okay. Dass ich im Notfall auch mal den Hai nochmal wegdrücken kann. Ja, okay, cool. Der sitzt dir an der Hüfte, der sitzt dir am Nacken. Wenn der Hai auf dich zukommt,
Kannst du auch einfach kurz runtersinken, der geht über dich drüber, oder du gehst ein bisschen zur Seite und lässt ihn an der Seite vorbei. Und ja, wir machen uns jetzt fertig, dann geht's rein. Ich werde als erstes die GoPro zwar mitnehmen, aber nicht direkt laufen lassen und dann... Ja, okay, drück den Hai doch einfach beiseite, na klar. Hast du ein bisschen dran gewöhnt und dann gucken wir mal. Ist ein bisschen windig heute, aber es wird gut. Ja, Freunde, wie fange ich am besten an, das zu beschreiben, was ich bei diesem Tauchgang erlebt und gefühlt habe? Boah, Digga, da hätte ich so Angst vor, ne? Boah, hätte ich da Angst vor. Boah, Bro. Generell habe ich die Kamera erst nach 5 Minuten im Wasser angeschaltet. Ich wollte zu 100% den Fokus bei den Haien haben. Für mich war das alles neu. Open Blue, ordentliche Wellen, ein wackelndes Boot, Leinen, ein Köderkorb und natürlich die Haie. Unser Guide und Robert sind als erstes rein, um die Lage erstmal zu checken. Alter, so ein Hai hat ja auch über die bedrohlichen Augen. So ein Hai guckt immer richtig mies böse. Guck mal, der macht, so ein Hai macht wirklich einfach Auge. So ein Hai macht einfach Auge, der guckt so, wisst ihr, was ich meine? Ein Hai schaut einfach wirklich so, als wäre der sauer. Im Vergleich zu... Guck mal da, der sieht einfach böse aus, Mann. Der sieht einfach fucking böse aus, no joke. Der guckt nicht so lieb wie so ein Delfin oder eine Schildkröte. Ein Hai guckt einfach so, als würde ich töten wollen. Zu einem klassischen Tauchgang. Guck mal, wie der Auge macht. Der sieht aus, der Hai sieht aus, wie wenn Mickey Uso trinkt. So reißt ein Hai die Augen auf. Genauso sieht Mickey aus, wenn der Uso trinkt. Der Hai ist genauso. Taucht hier jeder nach und nach direkt. Auch leicht den Mund offen stehen. Drunter ans Seil. Normalerweise sammelt man sich sonst gemeinsam an der Oberfläche und taucht dann zusammen ab. Dies geht bei den Haien nicht, da man ja wie eben im Sicherheitsbriefing... Ey, der hat was im Mund stecken. Oh Mann, der Arme. ...gelernt, die komplette... Hey, soll er das rausmachen? ...komplette oder? Aufmerksamkeit auf den Tieren... Oh, wie beschissen. ...haben muss. Hä? Der soll, mach das raus. Also kam dann irgendwann der Moment, wo ich oben auf dem Boot stand und als Dritter rein sollte. Gefühlt alleine, da die anderen beiden ja nicht mehr zu sehen waren. Ich sollte jetzt also hier in das Wasser reinspringen. Mit diesem ganzen Fischblut und den Haien im Wasser. Ich sag's euch ganz ehrlich, es fühlte sich falsch an und irgendwie habe ich in diesem Moment auch kurz mit meinem Leben abgeschlossen. Für manche vielleicht lächerlich, für mich definitiv weit außerhalb meiner Komfortzone. Hä? Übertrieben nachvollziehbar. Ein Hai ist so böse, Mann. Holy shit. Holy shit. Also, boah, ne, würde ich das machen? Habt ihr sicher auch schon zu Beginn des Videos gemerkt, dass ich etwas anders drauf war als sonst. Ich habe diesen Schritt ins Wasser nur gewagt, weil ich vollstes Vertrauen in Robert hatte. Die Kontrolle in diesem Moment abzugeben ist nicht ganz einfach, aber ich habe einmal tief durchgeatmet und dann kam der Sprung ins Ungewisse. Haben die eine Gun oder sowas dabei, wenn es ein Hai attackt, dass sie den einfach abknallen können? Robert und unser Guide hatten mich und die Haie dabei komplett im Blick. Ich tauchte runter an die Seile, erblickte direkt die anderen beiden Jungs und suchte mir erstmal eine passende Position. An dieser Stelle vielleicht kurz eine Erklärung zu den Seilen. Diese sind dafür da, dass wir nicht vom Boot abgetrieben werden. Gerade bei solch einem Wellengang geht das recht schnell. Keine optimalen Bedingungen für den ersten Tauchgang dieser Art. Verbreitet doch nicht so ein Müll, dass Haie böse sind. Nein, Haie sind nicht böse, ich finde, sie sehen böse aus. In den ersten Minuten hatte ich... Imagine, du hast Angst vor einem Hai. Schon ein bisschen cringe, Brody. Alright. ...gefühlt 200 Puls und atmete sehr schnell und hektisch. Ich versuchte dauerhaft, alle Tiere gleichzeitig im Blick zu haben und zählte sie. 1, 2, 3, 4, 5. Shit. Hatte ich den jetzt schon oder... Moment. Sind das jetzt gerade 8? Es war gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Boah, wie nah der kommt. Es waren überall Haie. Vor einem, daneben, hinter einem, über mir, unter mir. Was man aber sagen muss, alle wirkten extrem entspannt und neugierig. Im Nachhinein kann ich das Ganze gut mit Hunden vergleichen. Man merkt, ob ein Hund aggressiv, freundlich, angespannt, genervt oder einfach nur neugierig ist. Irgendwann konnte ich anfangen, das Ganze zu genießen. Das dauerte aber einige Minuten. Anfangs strampelte ich auch noch mit den Flossen, was eigentlich überhaupt nicht notwendig war. Ich hing an dem Seil und fing an, die Tiere in Ruhe zu beobachten, ein paar Aufnahmen einzufangen und auch mal zu gucken, wie die anderen Jungs sich so verhielten. Hier unten im Wasser bist du nur im Hier und Jetzt. Es gibt keine Musik, kein Instagram, Social Media oder auch nur ein Gespräch mit einem Freund, welches dich ablenken könnte. Du schwebst im Wasser, um dich herum irgendwann 10 Blauhaie
Und du bist mit deinen... Hä? Das sieht aus, als würde da Licht rauskommen. Hat ein Hai eine Glühbirne oder sowas da drin. Das sieht genauso aus, seht ihr das? Wie so LED-Streifen. Gedanken nur hier im Wasser. Zu 100%. Sowas habe ich selten erlebt. Nichts lenkt dich in diesem Moment ab und du hast auch keine störenden Quellen von außen. Ich kann mittlerweile verstehen, warum Leute dieses Hobby so fasziniert. Es zieht einen raus aus dem kompletten Leben, das man sonst so hat. Dies lässt man einfach an der Wasseroberfläche zurück. Es bleibt förmlich dort hängen und kann gar nicht mit abtauchen. Einige der Haie kamen wirklich auf Tuchfühlung, bis auf wenige Zentimeter auf einen heran. Man hätte sie ganz einfach berühren können. Aber das habe ich mal schön gelassen. Darf man einen Hai einfach anfassen? Oder passiert dann irgendwas, wenn man das macht? Also angenommen, ich würde jetzt so ein Hai, der ist neben mir so, wenn ich jetzt einfach streicheln würde. Wäre das problematisch oder wäre das fein so? Das wäre kein Problem. Freunde, ich bin ganz... Anzeige kriegt man vom Hai, okay. Push raus. Erst Consent, alles klar. Alter, ich muss sagen, die Haie total entspannt, mega cool, geiler Zunge. Aber der Wellengang unter Wasser beim Rausgehen gerade hoch und runter, die Leine, bam, bam, Alter. Dann bin ich vorher noch nie im offenen Blau irgendwie getaucht. Wie lange sind wir unten am Tauchen? Wie lange geht das so? Wie viele Stunden? Ja, waren ganz schön viele, ja? Es waren 10 Stück auf einmal, Alter. 12 Stunden taucht man da? Man geht 12 Stunden tauchen, what the fuck? Holy shit. Stunde circa, 20 Minuten, 40 Tage. Was redet ihr jetzt, Chat? Seid ihr dumm? Dr. Heinecke? Was war das denn, Alter? Erstmal ein Fäustchen drauf. 10 Haie auf einmal, Digga. Alter. Erster Haitauchgang der Saison. Das erste Mal für dich. Ja. Ich sag mal nach, das war dein wievielter Tauchgang? 22, 23, 24, irgendwie sowas. Ja, ja. Keiner der besseren. 10 Haie, übrigens, alles ausnahmslos Männchen. Heute mal ein freies Outro, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut nach oben Video, natürlich no auch bei Robert vorbeigucken. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Cool. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, das war ein geiles Video. Ich habe voll Bock, jetzt irgendwie in Hai zu tauchen. Oder?